Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um die Thematik gehen, die ich schon mal angesprochen hatte, bevor überhaupt die 1.16 rauskam. Und zwar das Handeln von 1.16 Items gegen 1.18 Items. Meine Meinung dazu und allgemein, wo ich sage, wo die Reise damit noch hingeht. Also erstmal meine Meinung dazu. Ich finde es, muss ich ehrlich sagen, wenn man 1.8 Items gegen 1.16 tauscht, finde ich nicht wirklich so geil. Weil das Ding ist, 1.16 sollte für mich eigentlich für jeden Spieler, finde ich, so ein Neustart sein, dass wirklich jeder von Null anfängt, keiner was hat und nicht, dass du deine 1.18 10 Millionen Dollar, die du da hast, hier gegen 2.6 Beacons zum Beispiel tauscht. Gut, dafür würdest du mehr Beacons bekommen, ist ja im Moment ein konkreter Wert, der dafür da ist. Egal jetzt. Auf jeden Fall, ich finde das nicht so gut, dass sie das machen, dass sie das überhaupt noch zugelassen haben, dass sowas passiert, dass du 1.8er Items gegen 1.16 tauschen kannst. Finde ich persönlich nicht so geil, weil wirklich jeder, der ein bisschen mehr Kohle auf der 1.8 hat, jetzt seine Items tauschen kann. Oder auch andersrum. Leute kommen nur auf die 1.16, um hier sich eine Wizard-Skelett-Form zu machen mit Beacons. Und dann geht das wieder und verkaufen die das gegen 1.8er Money. Was auch viele Leute machen, wie ich jetzt höre. Also der Handel tobt ja wirklich. Könnt gerne im Forum nachschauen, da unter dem Handelsregister. Da sind einige Beiträge, da gefühlt nur alles mit 1.8er Money, dass da was bezahlt wird. Finde ich persönlich nicht so geil, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ein bisschen mehr auf, dass die Videogame-Spieler ein bisschen vernünftiger sind und sagen, jo, nee, wir machen das nicht, weil wir jetzt alle mal von Null anfangen wollen und sagen, ja, komm, wir fangen alle von Null an und gucken, wer der Beste ist. Weil das ist halt für mich, weil für mich ist es auch immer aus so einem City-Build, ich sag mal, so ein gewisser Knaller-Wettkampf, ja. Du guckst dir jetzt zum Beispiel jemanden an, siehst seinen Plot, der hat einen Stack-Beacon, denkst du so, ich will jetzt 2-6 Siegen auf meinem Plot haben, aber dann hat der Typ das vielleicht mit 1.8er an dem Money bezahlt, denkst du dir so, egal, ist doch eigentlich unfair. Er hat schon auf der 1.8 so viel, wo du gefühlt alles mit, ich sag mal, mit Kisten payen kannst. So ist meine Meinung dazu, wenn du dir nur Kisten kaufst, hast du auf der 1.8 echt genug Kohle. Und dass du denn hier der Typ auch wieder ein Stack Beacons einfach hat, dass er das mit 1.8er Money bezahlt hat, das finde ich, und das sind halt für diese Spieler wirklich unfair. Gut. Ich muss aber auch dazu sagen, Leute, die sich wirklich intensiv reinhängen, ja. Ich bin im Moment auch etwas in der Zwiespältphase, weil mit Wolle läuft im Moment nicht mehr so gut, Leute. Will irgendwie keiner mehr kaufen, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich noch, wo sie alle Netherweit geformt haben wegen Betten. Muss ich mich jetzt auch umorientieren, ja. Auf jeden Fall, das ist das einzige Manko, wo ich wirklich sage, dass ich das nicht so geil finde, dass dieses 1.8er Money gegen 1.16er getauscht werden kann oder auch andersrum. Das ist wirklich, nach meiner Ansicht, hätte das verboten werden sollen. Aber wirklich Spiele, die jetzt hier noch neu draufkommen, sagen, jo, ich hänge mich rein, mach jetzt meine restlichen Ferien. Ich habe, glaube ich, bis zum 10. oder so, sagst du, machst du hier wirklich jeden Tag 24 Stunden Grinding. Kannst du auch der reichste Spieler werden. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du halt weißt, wie es funktioniert und nicht 10 Stunden in der Farm mit umrührst und irgendeine Scheiße machst, ja. Das macht halt bloß keiner, weil, man jetzt mal ganz im Ernst, wenn man Griefer Games spielt, ist man die größte Zeit nur auf seinem Plot, labert mit seinen Kumpels, was man jetzt nun wieder kaufen könnte, wo man vielleicht noch was bauen könnte und macht gefühlt nichts Produktives, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist. Aber auf der 1.16 ist es wirklich anders, weil hier hast du noch eine Menge zu tun. Was ich jetzt zum Beispiel euch erzählen kann, was mein Plan ist, wenn die Farm halt resettet wird, eine große Wizard-Farm erstmal zu machen, damit ich für mich genug Beacons sammle und sagen kann, ich habe erstmal einen gewissen Standard, den ich halten kann. Habe ich im Moment jetzt auch. Ich habe ungefähr fast 2 Stacks Dia-Blöcke, mit denen du auch einiges schon payen kannst. Ich habe auch 2 Drachenköpfe. Die habe ich auch nicht gekauft, die habe ich selber gesucht. Den Beacon habe ich teilweise gekauft, entweder das Skelettkopf habe ich selber gefarmt. Also man kann ja auch wirklich schon was rumreißen, wenn man wirklich selber was macht. Und ich habe jetzt im Moment 80 Stunden und ich sage euch so, wie es ist. Davon habe ich bestimmt 30 Stunden hier auf dem Plot AFK rumgestanden, wegen meiner Bambusfarm. Weil ich dachte, jo, ist geil, eine Villager-Farm zu machen. Da habe ich aber wieder vergessen, dass ich so ein Scheißschwein bin und keine Lust auf das Craften habe, weil man muss ja das Bambus immer noch in Stöcke umcraften, damit man das handeln kann. Und darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Und so ist es jetzt halt. Und wie es da in Zukunft weitergeht, ich denke persönlich, wenn sich diese Entwicklung weiter so vorzieht mit dieser 1.16er Money, denkst du, dass die 1.16, ich sag mal, für viele Spieler irgendwann einfach uninteressant wird, weil die denn hier schon wieder alles haben und sich mit 1.8er Money alles erkauft haben.
mich persönlich ist es im Moment, geht es noch recht interessant, weil ich aber auch keine Ahnung habe, was ich machen soll. Ich bin ja auch, ich mache ja wirklich alles, was ich mache, mache ich allein. Meine Farm, Drachenköpfe, Wither-Skelett-Farm, meine Bambus-Ding. Wenn man halt Leute macht, mit denen man das zusammen macht, kann das ja auch wirklich gut Spaß machen. Das sage ich ja auch gar nicht. Aber wenn diese Entwicklung weiter so zunimmt mit diesen 1,8er-Money, wirklich. Hat, glaube ich, auch Subtor wieder schon gemacht, dass wirklich auch wieder bei, ich glaube, bei eBay irgendwas drin steht, dass du für echt Geld in 1,8 was kaufen kannst. Wo ich auch wirklich wieder sage, hätte nicht wirklich sein müssen, hätte Griefer Games ein bisschen mehr durchgreifen müssen, dass die Sahne wirklich verboten ist. Aber ich denke mal, selbst wenn es Griefer Games verboten hätte, einige Spieler hätten es trotzdem gemacht, weil wie willst du das kontrollieren, wenn die irgendwo auf dem Discord hocken und dem anderen, der Items kriegt, kann der sagen, jo, ich habe die geschenkt, ja. Deswegen, das kannst du nicht wirklich kontrollieren. Ich würde es aber einfach bloß an die Griefergame-Spieler appellieren. Wenn ihr wirklich richtig spielen wollt, dann kauft euch nicht mit eurem 1,8er Money auf der 1.16 was, weil auf der 1.16 ist es wirklich noch spannend, weil ihr alles selber machen müsst und nicht schon alles in den Arsch geblasen bekommt durch Kisten, durch Money Drops. Hier müsst ihr wirklich noch in eine Farm gehen, selber was farmen, eine eigene Farm aufbauen, gucken, dass ihr Geld bekommt, gucken, dass ihr die genügend Materialien habt für eure Projekte, die ihr durchsetzen wollt. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall, wenn das jetzt hier noch zunimmt, diese Entwicklung, dann muss ich sagen, fährt sich Griefer Games mal wieder selber ans Bein, also pisst sich wieder selber ans Bein. Weil nach meiner Ansicht wird es denn für viele Spieler uninteressant und die gehen dann wieder auf der 1,8. Ist meine Ansicht dazu, Leute. Aber wie ich ja mitbekommen habe, soll ja, wenn die 1,16 gut läuft, alles auf der 1,8 umgeschaltet werden. Ich weiß jetzt nicht, was dazu der große Unterschied ist. Ich habe es nur gesehen, dass man da auch eine Menge mehr neue Farmmöglichkeiten hat, was ich auch wieder gut finde. Aber dass dann wirklich auch schon direkt auf die 1,8 umgeschaltet wird, damit hätte ich denn nicht gerechnet. Aber das dauert ja alles noch eine Jahrzehnte. Gut Leute, dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Video dazu gefallen hat, gerne ein Abo, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.